mich echt fertig machen. Ja? Ich mache Ihnen mal das Gedankenspiel. Wir alle kennen Situation der sogenannten Machtergreifung Januar 1933. Jetzt machen wir mal das Gedankenexperiment, dass im März oder April 1933 die Führung gesagt hätte, alle Juden werden aus ihren Häusern geholt, alle ihre Möbel werden versteigert, alle ihre Geschäfte werden abgegeben, die Leute werden ab morgen zu den Güterbahnhöfen verbracht, entweder zu Fuß getrieben oder auf Lastwagen verladen, dann in Güterwaggons gepackt und dann werden sie abtransportiert. Frühling 1933, was wäre in diesem Land los gewesen? Wäre völlig unfassbar undenkbar gewesen. Völlig unfassbar und undenkbar. Ja? Und exakt das ist bis 1941 abgeschlossen. Genau das alles passiert. Und die Frage, die ich mir immer gestellt habe, wenn man das mal in so einem Experiment macht, was wäre denn dann gewesen? Ja? Wir alle Leute hätten gesagt, Moment mal, wir sind doch ein zivilisiertes Land. Wir sind doch christlich geprägt. Wir sind doch okay. Das geht doch nicht. So geht man doch mit Menschen nicht. Ja? Anfang 1941 ist genau das der Fall. Berlin-Grunewald, zentraler Deportationsbahnhof, bürgerlichstes Viertel der Stadt. Genau dort werden durch die Straßen die Leute getrieben zu Gleis 17 und dort werden sie in Waggons verladen. Was denken jetzt diejenigen, die am Straßenrand stehen und das sehen? Die vielleicht zwischendurch schon mal das eine oder andere gute Stück und das Philips Radio und sonst was bei Aktionen sich gekauft haben, die vielleicht ein Geschäft übernommen haben. Was denken die, wenn jetzt diese Menschen in den Tod geschickt werden? Denken die, was bin ich für ein Schwein geworden? Nein, das denken die nicht. Die denken, na, so ist das heute. Okay? Und das meinte ich eingangs mit diesem, man sollte auch seinen eigenen Überzeugungen und moralischen Einstellungen nicht trauen, weil das ist in einer hochentwickelten, modernen Gesellschaft innerhalb dieser kurzen Zeit so möglich gewesen, dass sich das verändert. Wir haben hier, um auf Ihre konkrete Frage zurückzukommen, schon finde ich das bedrückende Phänomen, dass aus politischem Kalkül versucht wurde, das Süppchen darauf zu kochen und einmal quer durch den Garten. Ganz schlimm war die CSU und unser neuer Heimatminister, ja, der ja nicht müde wird, pausenlos weitere solche Sachen zu machen. Aber natürlich haben wir auch, das wird Ingo jetzt nicht gerne hören, das bei Sarah Wagenknecht auf andere Weise gehabt. Wir haben immer das Spielen einer Karte gehabt, wo die anderen gegen uns oder wir ausgespielt werden. Das hat das Klima vergiftet. Die Talkshows, das ist deren Geschäftsmodell. Klamauk ist das Geschäftsmodell der Talkshow. Also muss man immer Herrn Vogelschiss und Frau Weidel und so weiter einladen, damit sie dort sinnvolle Dinge sagen. Ja? Und damit ist irgendwie so diese Verschiebung gekommen. Und dann teilt sich das mit und dann verändern sich auch die, also wenn die Themen so sind, dann sind es auch die Themen des Alltags. Ich kann keine befriedigende Erklärung dafür anbieten, weil ich es auch nicht gedacht hätte, aber das ist so ähnlich, das shiftet so vor sich hin. Und, vielleicht noch ein Satz dazu, wenn Sie nach Österreich gehen, die sind 4 Jahre voraus. Schlicht und ergreifend, ich war vor der Wahl mehrfach in Österreich, vor der Wahl des neuen Bundeskanzlers, und Sie können es nicht fassen, wie rassistisch die Wahlplakate gewesen sind. Das wäre in der Bundesrepublik bei der Bundestagswahl überhaupt nicht möglich gewesen. Das geht doch nicht. Ja, ihr seid doch, das ist doch nicht Deutschland. In Österreich waren die total rassistisch. Total rassistisch. Und das hatte diese toxische Wirkung, dass selbst die SPÖ monothematisch das Migrationsthema gehabt hat und gemacht hat, sie könnten die besten Lösungen dafür haben. So, und jetzt sind Sie, Herr Kurz und Herr Strache, aber voll mit dabei, ja, noch sich neue Maßnahmen auszudenken. Das geht so weit, das hat mir gerade jemand gemeldet, das ist jetzt nicht offizielle Regierungspolitik, aber ein lokaler FPÖ-Vertreter in Vorarlberg, der einen Artikel in der Tagespresse geschrieben hat, dass es nicht anginge, dass so viele ausländische Hunde in Tierheim seien. Das führt dazu, dass die einheimischen Hunde nicht genug Futter haben. Thank you.